Wie retten wir unsere Söhne, heißt mein Thema. Also ist die erste Frage, warum sollen wir sie überhaupt retten? Wo drohen Gefahren? Die Zahlen, die neuen Zahlen berichten es deutlich. Ich gehe zurück ins Jahr 1990. Damals hatten wir auf 100 Schüler, die wechseln wollten von der Grundschule in eine weiterführende Schule, bei denen, die dann Richtung Gymnasium gingen, 50-50. Und heute ist das so 43 zu 57. Oder wir hatten damals gleich viel männliche und weibliche Abiturienten. Und jetzt sind wir bei 45 Männern und 55 Frauen, was in Zahlen bedeutet, dass wir pro Jahrgang 28.000 mehr Frauen als Männer haben, die das Abitur schaffen. Oder ich nehme die gute alte Zeit, in Anführungszeichen gut, für solche, die Dominanz der Männer lieben. 1990 von 100 Studienabsolventen 64 Männer, 36 Frauen. Aber ab da geht es bergab mit den Männern. Wir sind jetzt bei 49, 48 bis 49 und 51 bis 52 Frauen. Beim Sitzenbleiben hatten wir früher 53, 52, 53 Jungen und etwa 48, 47 Mädchen. Und bei der letzten Messung in Niedersachsen waren es insgesamt 58 zu 42 zulasten der Jungen, aber beim Gymnasium 64 zu 36. Dasselbe zeigt sich zufällig auch in Berlin, als wir nachgefragt haben, nicht beim Sitzenbleiben, sondern wie viel sind denn 2013 durchs Abitur gefallen? Von 100, denen das passiert ist, 5% geschah das, von 100, denen das widerfahren ist, waren 64 Männer und 36 Frauen. Das Erschreckendste an der neueren Entwicklung ist, was sich im Hinblick auf Sie beobachten lässt, die Studenten an deutschen Universitäten, an Fachhochschulen. Da registriert das Statistische Bundesamt jährlich, wie viel eigentlich eine Prüfung versiebt haben, gescheitert sind. Das war 2005 noch ein Verhältnis von 58 Männern zu 42 Frauen und war 2012 bei 69 Männern zu 31 Frauen. Deutlicher kann man die Krise der Männer gar nicht aufzeigen oder auch der männlichen Jugendlichen oder der Kinder, denn in allen Bereichen zeigt sich das, dass es bei den Studenten jetzt am allerdeutlichsten ist, bedarf einer genaueren Analyse. Das Ganze ist nicht so leicht zu nehmen für ein Land, in dem die Demografie die Gesellschaft verändert. 100 Deutsche haben noch 68 Kinder und können mit 47 Enkeln rechnen. Glauben Sie ernsthaft, dass diese 47 Enkel diesen Staat schultern werden und ihn so in Betrieb halten, wie er gegenwärtig läuft? Ganz sicher wird das nur gut gehen können, wenn wir uns von außen gut verstärken. Wenn die Migration ein Gewinn wird, so wie das in Kanada und in vielen anderen Ländern seit langem zu beobachten ist. Aber gleichzeitig zeigt die Zahl 47 Enkel etwas weiteres. Wir können es nicht leisten, dass ein hoher Anteil gerade bei den männlichen Jugendlichen verloren geht. Wir brauchen jeden in persönlicher Höchstform, damit diese Gesellschaft weiter funktioniert. Das scheint einer der Gründe zu sein, warum ich diesen Vortrag zurzeit am öftesten halte bei Unternehmerverbänden und beim Handwerk. Die machen sich richtig Sorgen um ihren Nachwuchs. Die merken es ja, dass die Arbeitskräfte gerade im Ingenieurbereich fehlen und das ist bisher immer noch eine Männerdomäne. Und fragen dann uns Wissenschaftler mit Sorge, wie kann man das ändern? Also, wie retten wir unsere Söhne? Retten kann man sie nur, wenn man analysiert, woran es liegt. Als wir angefangen haben, uns diesem Thema zuzuwenden, das war so vor etwa 10 Jahren, da tönte die Politik ganz laut, sie wüsste genau, woran es liegt. Unser Kultusminister in Niedersachsen sagte, naja, diese Feminisierung des Lehrerberufs ist schuld. Zu viele Frauen. Die Kerle brauchen einfach gestandene Männer, damit sie sich an denen emporranken können. Zu Hause geht ihnen oft der Vater verloren, aber wenn sie dann einen Lehrer haben,
der für Sie Identifikationsperson ist, der mitreißend ist als Mann, dann können Sie sich an dem orientieren und schon ist das Problem wenigstens teilweise gelöst. Aber das Gegenteil findet ja statt. Die Dominanz der Frauen beginnt ja schon im Kindergarten, erst recht in der Grundschule und auch an den weiterführenden Schulen werden es immer mehr Frauen, immer weniger Männer. Naja, und dann geht es eben dahin mit den Jungs. Wir haben es überprüft. Wir hatten die große Chance, im Jahr 2007 und 2008 insgesamt 45.000 Jugendliche zu befragen, unter anderem auch nach ihren Schulnoten. Und dann haben wir einfach das Geschlecht des Lehrers ergänzend erbeten und konnten dann leicht feststellen, ob was dran ist an dieser These. Sie ist kompletter Unsinn. Wir nehmen die Mathe-Note von Jungen, die bei einer Lehrerin den Matheunterricht gehabt haben. 2,80, wenn es eine Frau ist. 2,81, wenn es ein Mann war. Ein Hundertstel sogar schlechter. Bei Deutschnote entsprechend nur 3, noch was. Aber auch da nur ein Hundertstel Unterschied. Es gab einen Bereich, in dem tatsächlich das Geschlecht des Lehrers deutlichen Effekt auf die Schulnote hatte. Galt aber nur im Hinblick auf die Mädchen, die deutlich benachteiligt waren, wenn sie einen männlichen Sportlehrer hatten. Ansonsten spielte das Geschlecht des Lehrers keine Rolle. Wenn es das nicht ist, na, dann fragen wir einfach die Betroffenen selber. Ich habe insgesamt mehr als 40.000 Schulkinder als Gegenüber gehabt, weil sehr viele Schulen seit 10 Jahren immer wieder auf die Idee gekommen sind, mich einzuladen. Der Anfang ist immer, dass sie sagen, wollen Sie unseren Eltern was erzählen, woran es liegt mit den Jungs. Und ich sage, das macht wenig Spaß, allein den Eltern. Ich wünsche mir 4 Veranstaltungen an einem Tag, 2x300 Kinder, Jugendliche, mit denen ich diskutiere, da halte ich keinen Vortrag, den zeige ich einfach nur die Leistungsunterschiede von Jungen und Mädchen und wie die sich seit 1990 so dramatisch auseinanderentwickelt haben. Und dann diskutiere ich mit denen und nachmittags bitte alle Lehrer und abends dann gerne die Eltern und ältere Schüler. Und dadurch bin ich auf mehr als 40.000 Kinder und Jugendliche gekommen, denen ich diese Fragen stellen konnte. Woran liegt es denn, dass die Leistungsunterschiede so groß sind? Und deren Antwort war dann genau die von der Frau Ministerin Ernst, dass nämlich es an den Medien liegen muss. Na gut, dann haben wir natürlich uns mal angesehen, wie denn die Geräteverteilung zum Beispiel ist. Und da haben wir in der Tat schon deutliche Unterschiede festgestellt. Und zwar nicht nur jungen Mädchen, es war schon auch noch ein ganz entscheidender Faktor, die soziale Schicht. Die Kombination von Geschlecht des Schülers und dem Bildungsniveau der Eltern brachte eine Haupterklärung. Die Mädchen aus gut gebildeten Elternhäusern, beide Eltern Abitur, hatten damals im Jahr 2007, als wir diese Forschung auch mit 8.000 10-jährigen Viertklässlern machten, sie hatten zu 6,7% eine Spielkonsole. Die Jungen aus dem Elternhaus niedriges Bildungsniveau zu 56%. Die Mädchen hatten zu 14% einen eigenen Fernseher, die Jungen aus dem niedrigen Bildungsniveau zu 62%. Mit dem Ergebnis, die Mädchen brachten es auf 58 Minuten täglichen Medienkonsum als 10-Jährige, wenn sie aus diesem höheren Bildungsniveau kamen, vom Elternhaus her betrachtet, und die Jungen aus dem niedrigen Bildungsniveau brachten es auf 203 Minuten, also mehr als 3-mal so viel Zeit, die sie vergeudeten an Schultagen mit Medienkonsum als 10-Jährige, und an Wochenenden divergierte das Ganze dann nochmal um 2 Stunden mehr. Damit ist schon deutlich, was hier eine gewichtige Rolle spielt, und die Frage ist natürlich, wie wirkt sich das aus? Wir haben verschiedene Tests gemacht, Forschungen durchgeführt, die das aufklären sollen, wie es am Ende als Faktor zu bewerten ist, wenn den Medienkonsum ganz anders gestalten als die Mädchen. Dass der Zeitfaktor eine Rolle spielt, liegt ja auf der Hand. Aber spielt auch der Inhalt eine Rolle? In Chicago hat sich ein Kollege was sehr Sinnvolles einfallen lassen. Seitdem er diese Forschung gemacht hat, ist es gewissermaßen verbrannte Erde, weil sie weltweit durch die Medien gegangen ist.
man kann sie kaum wiederholen. Aber sie war intelligent ausgedacht. Er hat Menschen per Anzeige in der Zeitung gebeten, kostenlos Filme anzuschauen. Und er hat ihnen noch versprochen, man kann 10 Freikarten gewinnen. Er hat natürlich nicht verraten, wie. Und dann kamen sie in Scharen, mussten ab 18 sein, da war vorher darauf aufmerksam gemacht worden. Und dann wurden sie aufgeteilt nach Zufallsprinzip, linkes Kino. Und da gab es Julia Roberts, Richard Gere, einen Film, den man auch 5-mal gucken kann. Wie hieß der ganz berühmte Liebesfilm, wo sie eine Prostituierte spielt und er ist der reiche Super? Pretty Woman, genau, so hieß es. Und im rechten Kino brutaler Actionfilm. Und dann gucken sich alle erstmal die Werbung an, wie üblich, dann kommen die Filme. Komischerweise während der Filme auch Werbung. Und am Ende der Professor auf der Bühne, der dann sagt, okay, schauen Sie mal alle unter Ihren Sitz, da finden Sie erstens einen Zettel und zweitens einen Bleistift. Und jetzt schreiben Sie einfach bitte auf, welche Werbung Sie gesehen haben, für welche Produkte wurde geworben. 10 Werbungen waren es. Wer alle 10 richtig hat, kriegt 10 Freikarten. Und wo gehen die Freikarten hin? Die Kinder ahnen es immer in den Liebesfilmen. Und die Erklärung bieten sie auch. Naja, in so einem Liebesfilm, da stört doch die Werbung nicht so weiter, weil es ist ja ohnehin so dahin plätschernd. Die Jungs sind besonders klar in ihrer Ablehnung eines reinen Liebesfilms, das ist gar nicht cool und weiß ich was alles. Und die Werbung kann man gut im Kopf behalten, aber in so einem Actionfilm, wo eine brutale, spannende Szene der anderen folgt, ja, da hat man kein Auge frau für die Werbung. Also völlig klar, im Liebesfilm kann man sich das alles gut im Kopf behalten. Aber das Spannende war eben die Werbung vor Beginn der Filme. Wurde unterschiedlich erinnert und da wusste keiner, was kommt. Da kommen dann die Hirnforscher ins Spiel, die uns verraten, unser Gedächtnis reagiert auf Gefühle. Wir behalten das am besten in Erinnerung, was uns gewaltig entsetzt hat oder was uns erfreut hat. Den ersten Kuss vergisst man sein ganzes Leben lang nicht, so will ich hoffen, denken Sie schnell mal nach. Und man vergisst auch den 11. September 2001 nie. Und wo man sich da in dem Augenblick befunden hat, als man diese schrecklichen Bilder im Fernsehen gesehen hat. Die Emotionen prägen das Gedächtnis. Punkt 1 und Punkt 2, alles, was wir in den Kopf bekommen, landet erstmal im Kurzzeitgedächtnis. Da ist es noch nicht sehr sicher gespeichert. Bis es dann im Langzeitgedächtnis auf der Festplatte unseres Kopfes ankommt, vergehen, so sagen die Hirnforscher, so an die 14, 16 Stunden. Und dann spielt schon eine Rolle, ob zwischendurch ein emotionaler Höhepunkt passiert, der einem besonders intensiv haften bleibt im Kopf, der dann gewissermaßen das verdrängt, was vorher an langweiligem, mittelinteressanten Stoff gespeichert wurde. Die Folgerung daraus heißt, wenn Max und Moritz eifrig mit Mamas Hilfe nachmittags Englisch gelernt haben und dann sagt die Mama, ich gehe jetzt zu Ikea, bin so 1,5 Stunden weg oder vielleicht auch 2, was macht denn ihr in der Zeit? Na, wir werden wohl Fußball spielen und kaum ist Mama draußen, gehen sie ran ans Spielen, aber nicht Fußball, sondern Computer vom älteren Bruder, ein Spiel ab 18. Da sagen die Hirnforscher, keine so ganz gute Idee, weil das Englisch ja noch sehr flüchtig gespeichert ist, noch nicht auf der Festplatte unseres Kopfes angekommen ist. Und die Kinder begreifen das und sagen dann schnell, okay, Herr Pfeiffer, habe ich begriffen. Erst lernen und dann brutales Computerspiel ist keine so ganz gute Idee. Aber vielleicht andersrum. Wenn ich erst Computerspiele und dann lerne. Damit haben wir gerechnet und haben ein Experiment gemacht. 5 Gruppen, identisch zusammengesetzt. Die erste Gruppe durfte Fußball spielen bis zur Erschöpfung. Die zweite Gruppe durfte Rosamunde Pilcher gucken. Die dritte Gruppe Sims. Die vierte Gruppe Sims ist für die, die es nicht wissen, ein sehr harmloses, soziales Computerspiel für Mädchen, primär geeignet. Und die vierte Gruppe, einen sehr brutalen Film. Und die fünfte Gruppe, ein noch brutaleres Computerspiel. Und anschließend? Ja, anschließend gibt es 20 Matheaufgaben und die Frage, wer schafft alle 20 richtig? Und was kommt raus? Brutalen Computerspieler schaffen im Durchschnitt 10 Punkte. Brutale Filmegucker 12. Sims 13, Rosamunde, Respekt 14, aber die Sportler 15. Spannend.
Riesenunterschiede. 50% mehr bei den Sportlern als beim Computerspielen. Woher kommt das? Es gibt einen alten Spruch, der das ein bisschen aufklärt. Dummes Zeug kann man viel hören, kann es auch schreiben. Wird weder Leib noch Seele stören, es wird alles beim Alten bleiben. Dummes aber vors Auge gestellt hat ein magisches Recht. Weil es die Sinne gefesselt hält, bleibt der Geist ein Knecht. Johann Wolfgang von Goethe im Jahre 1807 in den zahmen Xenien. Fernsehen kannte er noch nicht, aber die Power der Bilder und der bewegten Bilder gilt das natürlich erst recht. Und wenn man sie selber erzeugt, das war die Debatte dann mit den Schulkindern, warum sind die Leute, die das brutale Computerspiel gespielt haben, in ihrer Konzentrationsfähigkeit auf eine Matheaufgabe noch schlechter als die brutalen Filmegucker? Das wissen die sofort, weil man ja beim Computerspielen selber Akteur ist, weil man glücklich werden kann, wenn man gewinnt, weil man Angst bekommen kann, weil die Emotionen ganz anders rauf und runter gehen als bei einem Film, wo man so sitzt und Däumchen drehen kann und sich das halt anguckt. Die Akteursrolle im Computerspielen, die fordert einen ganz anderer Weise, zieht einen emotional in den Bann und hat zur Folge, dass der Kopf danach nicht sehr frei ist, sich auf was Neues einzulassen. Und der Grad, bis man dann wieder fähig ist für neue Aufnahme, für konzentriertes Lernen, Matheaufgaben lösen, das ist individuell unterschiedlich, aber es ist ganz sicher ein gewaltiger Faktor. Wenn man das beides sich klar macht, dann überraschen die Leistungsergebnisse, die wachsende Schere zwischen Jungen und Mädchen nicht so sehr. Schauen wir uns einfach an, was sich seit 2007, als wir damals diese 10-Jährigen und die 15-Jährigen bundesweit befragen konnten, getan hat. Wir haben gerade die Chance gehabt, wieder 10.000 Jugendliche 2013 in Niedersachsen zu befragen. Niedersachsen bewegt sich bei all solchen Daten immer ziemlich auf Bundesdurchschnitt, deswegen vergleiche ich jetzt mal beides miteinander. Und da gibt es durchaus Veränderungen in der Mediennutzung in diesen 7 Jahren. Fast alles ist mehr geworden, nur beim Fernsehen, da haben wir einen leichten Rückgang bei Jungen und Mädchen festzustellen. Aber wirklich faszinierend ist, was sich beim Computerspielen getan hat. Die durchschnittliche Computerspielzeit für Mädchen war für 15-Jährige bei dieser Befragung von 55.000 Jugendlichen 56 Minuten und für die Jungen waren es damals 141 Minuten. Und inzwischen bei den Mädchen von 46 runter auf 28, die brauchen nämlich mehr Zeit jetzt für Facebook und dann haben sie die Zeit nicht mehr zum Computerspielen. Bei den Jungen dagegen haben wir einen Anstieg von 141 auf 164. Also die Schere im Computerspielen ist sehr offenkundig. Das wird noch krasser, wenn wir uns anschauen, diejenigen, die wir als Extensivspieler bezeichnen, die also pro Tag mindestens 4,5 Stunden mit Computerspielen verbringen, dann haben wir ein Zeitverhältnis, ein Jung-Mädchen-Geschlechterverhältnis von ursprünglich mal, dass 4,3% der Mädchen Extensivspielerinnen waren vor 7 Jahren, und bei den Jungen waren es 15,8, also fast viermal so viel. Und 2013 bei den Mädchen ein Rückgang von 4,3 auf 1,7. Und bei den Jungen ein Anstieg von 15,8 auf 18,2 mit dem Ergebnis, heute haben wir 10 bis 11 mal so viel Extensivspieler männlichen Geschlechts als weiblichen Geschlechts. Und da es sich bei diesen Spielen doch sehr stark um brutale Inhalte handelt, nun ja, dann spielt nicht nur der Zeitfaktor eine große Rolle, sondern auch der Inhalt. Wir haben die Chance, in beiden Messungen, in beiden Datenerhebungen dafür genutzt, eine Sondergruppe genauer zu erfassen, nämlich die, die richtig ins krankhafte Spielen geraten, die computerspielabhängig werden. 9 Merkmale, die Abhängigkeit definieren. Erstmal gedankliche Vereinnahmung. Also die Frage lautet, denkst du auch unter dem Schulunterricht mal plötzlich wieder an deine Rolle, die du nachmittags bei World of Warcraft in deinem Spiel, in deiner Gilde einnimmst? Zweitens Entzugserscheinungen. Wenn die Eltern, gemein wie sie sind, ein Hotel aussuchen, wo es kein Internet gibt, wie ist es denn dann für dich? Und dann gibt es Jungs, die dann reinschreiben, da drehe ich völlig durch. Toleranzentwicklung. Ja, früher war ich zufrieden, wenn ich so pro Tag 1 bis 2 Stunden gespielt habe
um so richtig mich gut zu fühlen dabei. Heute brauche ich schon 3 bis 4 Stunden. Kontrollverlust. Eigentlich wollte ich ja gestern wirklich nur 2 Stunden spielen, weil ja dann die Englischaufgabe auf mich wartete und ich war bei dem letzten Zeugnis schon mit Note 5. Ich muss mal was für Englisch tun. Also, ich nehme es mir fest vor 2 Stunden. Kommt nach Hause, macht sich das Essen warm, schlingt das runter, fängt an mit dem Spielen und auf einmal hört er unten die Tür klappen, Mama kommt nach Hause. Es ist nicht 4 Uhr nachmittags, sondern 6 Uhr nachmittags. Er hat 4 Stunden am Stück gespielt, ohne es zu merken. Dann natürlich auch verhaltensbezogene Vereinnahmung, dass man plötzlich merkt, man trifft sich weniger mit den Kumpels, man betreibt weniger Sport. Die Musik kommt immer kürzer, die Kontakte verarmen. Alles richtet sich total im eigenen Verhalten auf diese täglichen Stunden. Ein Interessenverlust, das Leben wird immer enger, nur noch auf Computerspielen orientiert. Man setzt es fort, trotz massiver psychosozialer Probleme. Die Eltern machen einen Riesenstress. Bei den Freunden gibt es auch Enttäuschungen. Aber alles zählt nichts gegen das Spielen und Spielen. Man lügt. Das Lügen wird immer mehr, weil man sich ja irgendwo durchlavieren muss, wenn Menschen fragen, was man treibt, wie die Noten sind, wie es zu Hause geht. Und man nimmt alle Verluste in Kauf und spielt trotzdem. Alle Gefahren, die sich daraus für Gesundheit, soziale Kontakte, Schulnoten und Ähnliches entwickeln. Nach diesen Kriterien haben wir Computerspielabhängigkeit noch kritischer gemessen als beim ersten Mal. Deswegen haben wir hier keine Längsschnittdaten, weil wir die Fragen noch vertieft haben, die Kriterien enger gefasst haben, wann man als abhängig gilt, um international auch vergleichbar zu sein. Und dann kommt raus, von den Jungen sind 1,6% richtig krankhaft computerspielabhängig gegen 0,2% der Mädchen, 8-mal so viel. Aber es gibt bei den Jungen weitere 2,9%, die als gefährdet einzustufen sind, die mindestens 4 dieser Kriterien erfüllen, die ich genannt habe. Und wenn man das beides addiert, dann haben wir 4,7% der Jungen, die als suchtartig Spielende gelten, gegenüber 0,7% der Mädchen. Also etwa 7-mal so viel in Zahlen ausgedrückt. 18.000 Jungen pro Schuljahrgang in dieser Altersgruppe der 14- bis 18-Jährigen, so schätzen wir, gegenüber 2.800 Mädchen. Und das schlägt zu Buche. Das ist Leistungskiller Nummer 1, den wir überhaupt entdecken konnten. Mal kurz vorgelesen, wie sich das anfühlt, wenn man computerspielabhängig ist. Man braucht nur ins Internet gehen und auf der entsprechenden Homepage, dann findet man die Selbstzeugnisse von Abhängigen. Ich bin 15 und spiele nur seit einem Jahr World of Warcraft. Ich habe eingesehen, ich bin süchtig nach diesem Spiel. Wenn ich um 3 Uhr von der Schule komme, spiele ich bis mindestens 10 Uhr nachts, bei Raids noch länger. Am Wochenende sogar von morgens 10 bis nachts um 1. Ich weiß, dass das wirklich viel zu viel ist. Ich bin dadurch wahnsinnig schüchtern geworden und es fällt mir schwer, Leute anzusprechen. Das habe ich während dem Jahr World of Warcraft komplett verlernt. Mädchen anzusprechen ist mir nahezu unmöglich, da ich gar nicht weiß, was ich mit ihnen reden soll. Und dann ein 21-jähriger Michael, der in seiner Jugendzeit viel gespielt hat, inzwischen rausgekommen ist aus dieser Abhängigkeit. 4 Jahre lang war ich gedankenlos, pausenlos mit dem Spiel World of Warcraft beschäftigt, auch bei der Arbeit. Ich war nicht bei mir, sondern ausschließlich in der virtuellen Welt. Selbst heute noch, 2 Jahre nach meinem Ausstieg, fehlt mir das Glücksgefühl, das mir durch das Belohnungsprinzip in World of Warcraft einen ständigen Kick garantiert hatte. Und noch heute kann ich kein wirkliches Interesse mehr aufbringen für das, was man Hobby nennt. Gegen die Welt von World of Warcraft erscheint mir noch heute alles fahl, wie ausgebleicht. World of Warcraft ist heute gar nicht mehr der Superrenner. Browserspiele sind an die Stelle getreten, weil die kostenlos sind. Hier muss man ziemlich viel Geld bezahlen, wenn man Kunde wird. Dort geht es einfach so. Glauben die Jugendlichen, die sich darauf einlassen und merken dann ganz schnell, stimmt nicht. Einsteigen kann man kostenlos, aber man gewinnt nie. Wenn man gewinnen will, braucht man Zusatz-Items, die einen schneller machen, die einem mehr Power verleihen, die einem Zauberkräfte verleihen, die einen befähigen zu siegen. Und nur das Siegen macht glücklich. Also kauft man. Und man kauft und kauft und kauft.
Und das sind dann die Milliardengewinne, die die Firmen machen. Sie machen sie vor allem von den Abhängigen, weil die gar nicht mehr in der Lage sind, zu kontrollieren und dann in die Tausende Geld ausgeben dafür, dass sie solche Spiele auch gewinnen können. Das wird ganz zynisch so eingeplant. Das ist die Welt der Produzenten, die so etwas organisieren. Diese vielen Forschungen, die wir seit 10 Jahren zu all diesen Themen machen, setzen uns natürlich auch in die Lage herauszufinden, wer ist besonders gefährdet oder wer ist schutzgeimpft. Welcher Junge geht völlig unberührt durch das alles durch, auch wenn er Computer spielt. Na, das kann schon mal vorkommen, 2 bis 3 Stunden am Wochenende. Aber es packt ihn nicht, er wird nicht abhängig. Er hat alles noch im Griff. Und wer rutscht rein, wenn er mal angefixt worden ist? Damit kommen wir, wenn wir diese Frage stellen, auf den Hintergrundfaktor, der diese Schere, die sich da zwischen Jungen und Mädchen zunehmend ergeben hat, ein bisschen erklären kann. Zunächst stellen wir fest, sehr geliebte Kinder, die ein starkes Selbstbewusstsein entfalten konnten, weil sie unverbrüchlich sicher die Liebe der Eltern auf ihrer Seite wussten. Selbstbewusstsein entsteht durch Liebe, durch Zuwendung. Kinder, die das erlebt haben, die gewaltfrei und liebevoll erzogen worden sind, die rutschen selten in all das, was ich gerade beschrieben habe. Wer aber arm im Leben ist, der möchte reich werden in der virtuellen Welt. Arm im Leben in vielfacher Hinsicht. Arm, was soziale Erfolge angeht, Freunde angeht, aber auch arm an elterlicher Zuwendung, an Sicherheit, an Geborgenheit. Die Unsicheren im Lande, die nirgendwo auf den grünen Zweig gekommen sind, die sind magisch angezogen von den virtuellen Erfolgsmöglichkeiten, weil die schnell zu erreichen sind, weil sie toll inszeniert werden, weil sie emotional mitreißen. Das ist schon genial, wie die Computerspiele strukturiert sind, wie sie Erfolge zu feiern verstehen, wie sie belohnen. Und wer da nicht satt im Leben geworden ist, der wird durch diese Belohnung so mitgerissen, gepackt, schrittweise abhängig, dass er dann schwer rausfindet aus dieser Welt und ihr Diener wird. Und jetzt kommt das Spannende. Wir haben einen radikalen Wandel der elterlichen Zuwendungskultur. Vor 40 Jahren, als die Männer noch Stammhalter waren, als die Familie sehnsüchtig wartete auf den Sohn, da sah es mit der Zuwendung für die Söhne noch ganz anders aus als heute. Ein drastisches Beispiel bot mir kürzlich ein Handwerksmeister in einer Veranstaltung. Er wirkte so Mitte 60 und unterbrach mich, als ich an dieser Stelle war und sagte, das, und der Begriff Stammhalter kam dann von ihm, seitdem verwende ich den, weil er es auf den Punkt brachte. Er sagte, das habe ich alles, was Sie jetzt andeuten, am eigenen Leib erlebt. 3 Mädchen waren schon da in der Familie. Eine Tradition einer Baufirma, die jetzt plötzlich danach gierte, endlich den Prinzen der Familie zu bekommen, damit der Laden weitergeführt wird. Den Mädchen traute man das damals nicht zu. Und dann kam ich und die Familie schien gerettet. Und ehrlich gesagt, mir hat man Puderzucker in den Arsch geblasen, damit ich ja ganz toll werde. Die Mädchen liefen so mit. Sind auch nicht ganz kurz gekommen, haben auch eine Ausbildung machen können, haben anständige Kerle geheiratet und ein ordentliches Leben führen können. Aber ich war der Held, angeborene Dominanz, der Mensch, der die Firma erben würde. Und das war alles von Anfang an klar. Und heute frage ich, naja, erstens habe ich keinen Sohn, zweitens waren die Mädchen nicht interessiert und ihre Kerle auch nicht. Also ich muss jetzt eine andere Lösung finden, haben wir alles schon geregelt, will nicht jammern. Ich will nur sagen, das ist der Unterschied zu früher und er hat es auf den Punkt richtig gesagt. Das ist es. Es gibt Forschung darüber, wie vor 40 Jahren Mütter mit ihren kleinen Söhnen und kleinen Töchtern umgegangen sind. Die Söhne kriegten mehr Streicheleinheiten, mehr Zuwendung im Sinne von mehr Vorsingen, mehr bespielt werden, mehr in den Arm genommen werden. Am Schicksal des Sohnes hing die ganze Familie. Wenn der gelingt, dann konnte man sich entspannt zurücklehnen im Bauernhof, im Handwerksbetrieb oder in größeren Einheiten. Hauptsache, der Sohn übernimmt den Staffelstab vom Vater. Und seit dieses Rollenmuster
der angeborenen Dominanz nicht mehr da ist. Seit die Söhne nicht mehr Stammhalter sind, hat sich alles verändert. Heute zeigt die Forschung von den Kinderkrippenforschung an. Es gibt so Filmforschung, da haben die einfach zugestimmt, ohne zu ahnen, auf was sie sich da einlassen, dass die ganze Zeit eine Kamera läuft, während sie ihrem Job als Erzieherin in einer Kinderkrippe nachgehen. Und dann kam raus, womit sie gar nicht gerechnet hatten, dass sie die kleinen Mädchen mehr auf den Arm nehmen als die kleinen Jungs, wenn die schreiend am Boden rumkrabbeln. Und wenn sie die Jungs aufnehmen, öfter mit dem Gesicht nach draußen und nicht mit dem Gesicht hin zu erziehen und dann mit ihr schmusend und plaudernd und so. Das waren primär gegenüber den Mädchen. Und im Kindergarten dasselbe Spiel. Die internationale Kindergartenforschung zeigt heute, Mädchen kriegen mehr Zuwendung. Wir hatten damals, als wir die 8000 Zehnjährigen fragen konnten, von ihnen wissen wollen, wie bewertest du deine Klassenlehrer oder Lehrerinnen? So nach drei Kriterien, die waren den Kindern am wichtigsten. Wärme, Note 1 bis 6. Spannender Unterricht, 1 bis 6. Gerechtigkeit, das war ihnen am allerwichtigsten, 1 bis 6. Und dann haben wir das getrennt ausgewertet für junge Mädchen und weibliche und männliche Lehrer. Und es kommt ganz klar raus, Mädchen kriegen mehr Zuwendung und mehr Gerechtigkeit als Jungen. Und das interessanterweise gerade auch von den männlichen Lehrern. Also die Hoffnung, hätten wir doch mehr Lehrer, männliche Lehrer in der Grundschule und dann würde sich alles von alleine richten, ist schlichter Unsinn. So läuft es nicht. Das Allerspannendste ist aber, was sich bei den Eltern zeigte. Mädchen vor 20 Jahren, 17% wurden massiv geprügelt, heute nur noch 6%. Sie wissen das so genau, weil wir vor 20 Jahren bundesweit eine Riesenforschung machen konnten. 15.000 Menschen wurden über ihre Kindheit gefragt und 11.500 durften wir vor 2 Jahren nochmal befragen. Und der Vergleich der beiden Datenerhebungen zeigt, das massive Prügeln der Mädchen ist von 17 auf 6 runtergegangen und bei den Jungs von 18 auf 8. Früher wurden sie weniger geschlagen, heute etwas mehr. Dann haben wir in verschiedener Weise die Zuwendung der Eltern erfasst. Liebe für Söhne, für Töchter, durch Mütter und Väter. Und dann zeigt sich, die Mädchen haben enorm zugelegt an mütterlicher Zuwendung, von früher 64 auf 78 sind sie hochgegangen, die intensivst täglich aus der Erinnerung auf die eigene Kindheit das Mädchen in den Arm genommen haben, mit ihm schmusen, es loben, wenn es was zu loben gibt, es trösten, wenn es weint. Und bei den Jungen dasselbe gefragt. Und wir sehen, die mütterliche Zuwendung war früher deutlich stärker bei den Jungen als bei den Mädchen. Aber heute sind die Mädchen vorn, die Jungen sind stehen geblieben, wo sie früher waren. Und bei den Vätern, naja, da waren früher die Mädchen schon vorn mit 39% intensive, liebevolle Väter, in Arm nehmen, schmusen, loben, trösten. Die Jungs 25%. Und dann haben wir in 20 Jahren einen mickrigen Anstieg bei den Jungen, Väterliebe von 25 auf 32. Die Mädchen haben sich von 39 auf fast 50 hochgearbeitet. Das heißt, die Diskrepanz väterlicher, mütterlicher Zuwendung ist ziemlich groß. Die Jungen sind die Verlierer. Insgesamt gilt mehr Liebe, weniger Hiebe, aber zugunsten der Mädchen. Und das wirkt sich aus. Das sind die Hauptursachen, die wir identifizieren konnten für die Verunsicherung der Jungen, für den Siegeszug der Mädchen. Wenn das so ist, was ist zu tun? Wie retten wir unsere Söhne? Ein einfaches Prinzip gibt es nicht, den Königsweg und dann ist alles in Ordnung. Man muss an ganz vielen Schrauben drehen, viele Dinge verändern. Das Erste hätten die Eltern in der Hand. Sie erinnern sich an meine extremen Zahlen, dass die soziale Schicht und das Geschlecht die Ausstattung der Kinderzimmer bestimmt. Da könnte man viel tun. In manchen Regionen ist es das gelungen, dass wir alle Schuldirektoren von Grundschulen überzeugt haben, am ersten Schultag, wenn aufgeregt die Kinder mit der Schultüte kommen und die Eltern erwartungsfroh diesen neuen Erfahrungen entgegenblicken, erstes Kind in der Grundschule, dass dann die Chance genutzt wird und der Schuldirektor vor die Klasse tritt und sagt, eine Bitte habe ich für diese 4 Jahre, die Ihr Kind jetzt an unserer Schule verbringen wird. Kein Bildschirmgerät ins Kinderzimmer. Null. Wenn Sie das befolgen, dann gibt es Forschung in Mengen, die ich Ihnen heute darstellen kann, die zeigt,
dass sie dann mit ihrem Kind auf einem wunderbaren Kurs sind. In Berlin hat Thomas Lösle die Chance gehabt, 8-Jährige zu begleiten durch ihr Leben, bis sie 13 waren. 5 Jahre lang hat er laufend ihre Schulnoten gemessen, auch ihr Körpergewicht, ihre Körpergröße, ihren Body-Mass-Index, ihre Lebenszufriedenheit. Und er hat eine Hypothese überprüft: zu viel Medienkonsum macht Kinder dick, krank, dumm und traurig. Und er hat es bestätigt gefunden. Die, die ohne Geräte in ihren Zimmern aufgewachsen sind, hatten einen Body-Mass-Index, also ich sage es gleich im Ergebnis, hatten zu viel Körperfett, waren überfettet, waren zu dick, zu etwa 13-14%, aber die mit allen Geräten im Zimmer zu 27-28%. Und die Noten divergierten, die Lebenszufriedenheit parallel zu diesen Dingen natürlich auch. Also die Hypothese ist leider richtig. Wenn die Eltern ihren Kindern was Gutes tun möchten, dann vermeiden sie den großen Magnetenbildschirm. Natürlich müssen die Kinder irgendwann computerfit werden, 10 Finger schreiben lernen, sich souverän mit diesem Handwerkszeug tummeln können. Das kann die Schule übernehmen. Da kann man streiten, ob das schon in den Grundschuljahren stattfinden soll. Herr Spitzer sagt, um Gottes Willen, Gift für die Kinderköpfe. Manches spricht dafür. Oder ob man es behutsam da schon anfängt. Da will ich mich jetzt gar nicht einmischen. Aber wir können mit Sicherheit sagen, dass für die Grundschulzeit das eigene Zimmer von ganz zentraler Bedeutung ist für die Art und Weise, wie die Kinder mit ihrer Freizeit umgehen, was sie inhaltlich in Angriff nehmen. Und da meine ich, könnten die Kultusminister mehr tun, indem sie bei der Fortbildung ihrer Direktoren, die Grundschulen leiten, ihrer Direktorinnen sind es ja meistens, obwohl der Männeranteil da überproportional hoch ist, gemessen an ihrem Anteil unter den Klassenlehrern, also bei diesen Führungskräften anzuregen, dass diese Rede gehalten wird am ersten Schultag, das wäre von zentraler, großer Bedeutung. Der zweite Punkt ist besonders spannend und ist in Deutschland weit von der Realisierung entfernt. Wir haben zunehmend Ganztagsschulen, die die Nachmittage der Jungen und Mädchen in Anspruch nehmen. Aber nüchtern betrachtet sind viele von ihnen Kinderbewahranstalten mit Suppenküche zwischendrin. Aber wirklich, pulsierendes Leben findet dann nicht statt. Das jedenfalls, was ich im Ausland wahrgenommen habe. Unser Sohn war ein Jahr lang in Neuseeland, hatte sich selbst eine Schule ausgesucht und ist dann dorthin und hat einen Schulalltag erlebt, wie er ihn sich nicht erträumen konnte vorher, weil er gar keine Vorstellung hatte, was Schule sein könnte. Lust auf Leben wecken, das Programm der Schule. Mit 16 bis 20 verschiedenen Sportangeboten jeden Tag, aber auch Theater spielen, Musik lernen, aktiv einsteigen in irgendein Musikinstrument. Kostenlos konnte er ein Jahr lang Gitarre lernen. Ich glaube, 2-mal die Woche hat er das gehabt. Aber auch Angebote, die verrückt sind, also Höhlen erkunden, Berge besteigen. Einmal rief er uns nachts an, er hatte ihn völlig übersehen, dass ja da ein riesen Zeitunterschied war, weil er so begeistert war, was die Schule organisiert. Vormittags Meeresbiologie, alles über den Delfin. Nachmittags rein in den Neoprenanzug, Schwimmweste an, raus aufs Meer, rein ins Wasser und gemeinsam einen bestimmten Tonhöhe singen, weil der Biolehrer wusste, da sind die Heringsschwärme, da sind die Delfine und wenn ihr Glück habt, tauchen sie auf, neugierig wie sie sind und nehmen Kontakt zu euch auf und das passiert bei jedem 3., 4. Mal und er hatte das Glück. Dass eine Schule so etwas organisieren konnte, hat ihn einfach glücklich gemacht. Ich habe den Schuldirektor gefragt, wie organisieren Sie dieses ungeheuer breite Programm von Angeboten Lust auf Leben wecken? Und er sagte ganz einfach, wir haben eine Freiheit, auf die wir stolz sind. Jeder Lehrer, und jetzt wird die Frau Kultusminister ganz neidisch, jeder Lehrer hat bei uns die Möglichkeit, 6 Stunden loszuwerden und fast alle nutzen das natürlich. 6 Stunden von seinem Normalprogramm, 26 Stunden ist die normale Unterrichtsverpflichtung pro Woche, aber 6 Stunden kann er einsetzen für sein eigenes Hobby, für seine Leidenschaft. Wenn es ihm gelingt, wenn es ihr gelingt, die Schüler und Schülerinnen dafür zu begeistern. Und für was begeistern sich die Kids? Der Mathelehrer unseres Sohnes bot an, Rugbylehrer zu sein, 6 Stunden in der Woche. Und er hatte natürlich seine Stunde voll, mehr Angebote, mehr Interessenten, als er anbieten konnte. Und eine rundliche Englischlehrerin gab einen Kochkurs in Vollwertküche und hatte auch 40 Anmeldungen.
Und ein älterer Herr, Physiklehrer, bot Schach an und hatte auch seine Interessenten. Und eine Biolehrerin, eine Powerfrau, bringt 60 Schüler und Schülerinnen mit Lord of the Dance auf die Bühne, diesen Power-Tanz. Alles begeisternde Inhalte und das macht die Schule bunt. Erleichtert den Leben, das Arbeiten, Burnout, sagte mir Direktor, ist bei uns kein Thema. Jeder kann sich doch in die Schule so einbringen, wie er selber es wünscht, zu einem Teil seiner Zeit. Und alle nutzen das. Und es gibt ein zweites Element, was auch in Deutschland leider nicht besteht und was sich jeder Schule in Deutschland wünschen würde. Unser Sohn hat uns begeistert davon berichtet und ich kriegte dann auch noch bei einer Mathe-Lehrerbesprechung das mit, wo ich einfach als Zaungast teilnehmen durfte. Jeder Lehrer wird einmal im Jahr von allen Schülerinnen und Schülern bewertet. Nach allen wichtigen Kriterien. Gerechtigkeit natürlich, spannender Unterricht und das alles. Aber auch Persönlichkeit oder ob er was anbietet, was Spaß macht in diesen Sonderkursen, die von jedem Lehrer eigentlich erwartet werden. Und so entsteht ein Gesamtbild des Lehrers aus 40 verschiedenen Fragen. Die Antworten kriegt aber nur er selber. Anonym, angstfrei kann er dem entgegenschauen, denn nur er weiß, was er in den Computer eintippt, um seine Befunde aus den verschiedenen Klassen abrufen zu können. Mit Ausnahme der Lehrer, die noch Probelehrer sind. Egal, wann sie an die Schule kommen, jeder ist 2 Jahre lang Probelehrer. Und wenn er da schlecht abschneidet bei den Schülern, dann gibt es ein Gespräch mit dem Direktor, wo er entweder sagt, naja, nochmal Verlängerung der Probezeit um 1 Jahr und Sie machen jetzt vielleicht mal endlich einen Kurs, wie man didaktisch besser, erfolgreicher auftritt, oder es wird nichts mit uns. Das heißt, die Lehrer, die von vornherein ungeeignet sind, die werden es erst gar nicht, weil sie ja abgeschreckt sind durch das, welche Power diese Feedback-Kultur in der Schule hat. Und das schützt Lehrer, Menschen davor, als Lehrer zu arbeiten, die dafür wirklich ungeeignet sind. Die können einen anderen Beruf suchen, die werden von vornherein gar nicht auf die Idee kommen. Und dann, nun ja, den einen oder anderen trägt es aus der Kurve rechtzeitig, bevor er später ein Burnout-Opfer wird. Also ich fand das System großartig. Es ist deswegen so wirksam, weil alle Lehrer kriegen ihre Noten anonym, ihre Benotungen, aber der Schuldirektor kriegt für die Probelehrer ebenfalls alle Ergebnisse und weiß dann, wie er seine Mannschaft einzuschätzen hat, die hier neu an der Schule ist. Diese Power wünsche ich den deutschen Schuldirektoren, was die Personalpolitik an ihrer Schule angeht. Dann hätten wir bessere Schulen, wenn das Prinzip da wäre, dass jeder bewertet wird. Wir Professoren werden ja laufend von unseren Studenten bewertet, völlig richtig so, spielt auch bei Berufungen heute eine große Rolle, bei den Lehrern leider nicht. Deswegen sind unsere Schulen nicht so gut, wie sie sein könnten. Aber wo kommt die Power, wo kommt das Geld her, wo kommen die Möglichkeiten her, so eine Schule so einzurichten? Das Spannende ist, dass die sich das Geld holen. Einmal von ausländischen Schülern, wir mussten für unseren Sohn $500 pro Monat bezahlen, die anderen Schüler, die Einheimischen, alle kostenlos. Aber weil Neuseeland ein begehrtes Land ist aus Asien, aber auch Deutschland, Südamerika, je besser die Schulen sind, umso mehr Schüler haben sie aus dem Ausland. Und werden reich durch diese. Zweitens haben sie Community Foundations, Bürgerstiftungen, die sich um die Schulen gruppieren. In jeder Stadt gibt es dieses bürgerschaftliche Engagement der Zeitreichen, der Ideenreichen, der Geldreichen, die sagen, naja, hören wir doch mit dem Jammern auf. Die da oben, die Politik, die bringen es nicht immer richtig, haben kein Geld, wenig Ideen. Aber wir selber könnten doch dazu beitragen, dass Zukunftsinvestitionen Jugend in unserem Land funktioniert. Und so ist das Tradition in den USA, in Kanada, auch in Neuseeland und seit einigen Zeiten auch in Deutschland. In meinem Wohnzimmer hatte ich die Freude, die erste deutsche Bürgerstiftung zu gründen. Von Anfang an war klar, Jugend wird unser zentrales Thema sein. Und das ist es auch geworden. Wir haben angefangen zu viert. Jeder von uns hat dann einen mitgebracht, die auch bereit waren, 5.000 D-Mark zu zahlen. Und dann wurden wir 8, dann waren wir 16, dann waren wir 32, dann haben wir gegründet. Und dann sind wir auf Reisen gegangen, die Gründer waren und haben überall animiert. Macht ihr das uns nach, was wir in Hannover begonnen haben? Macht riesig Spaß und bringt was. Und heute sind wir bei 320 Bürgerstiftungen in Deutschland. Die in Hamburg, die erfolgreichste, hat inzwischen über 30 Millionen auf dem Konto. Wir sind bei 10 Millionen auch schon ganz glücklich. Und was machen wir mit dem Geld und all der zeitreichen Power? Ein Beispiel, was den Schulen enorm geholfen hat. Hannover, türkischstämmige Kinder. Und am Anfang, als wir forschten, waren nur 50% von denen Richtung Realschulabschluss unterwegs oder Abitur. Heute 85%, Rekord in Deutschland. Und woher? Von den Bürgern.
Wir haben 1500 Menschen inzwischen, die sich bei einem Verein Mentor e.V. organisieren, von der Bürgerstiftung finanziert. Und dieser Verein Mentor e.V. findet Menschen, die kostenlos kleine Türken, aus Russland kommenden Kindern, egal wo sie herkommen, Migrantenkindern, manchmal auch Deutschen, die wenig Unterstützung haben, kostenlos Nachhilfe zu geben. Zweimal in der Woche, am Anfang, später, manchmal auch seltener. Aber das bringt Power, bringt die Power auf den Reifen, macht die Kinder stark und ist ein Weg, wie man sie auch davor abhalten kann, in die Krise zu rutschen. Also ist eine Kombination von Bürgerpower und Schulpower nötig, damit die Nachmittage so werden können, wie ich sie beschrieben habe. Unser Sohn ging hin und spielte pro Tag, bevor er ging, als 16-Jähriger 2 bis 3 Stunden Computer. Nichts ganz Brutales, eher FIFA und Autorennspiele und so ein Blödsinn. Zeitklauer. Seine Noten waren mittelprächtig. Und dann entdeckte er das Leben an der Schule in Neuseeland. Musik wurde seine eine Leidenschaft. Gitarre spielen, sehr teuer für uns inzwischen. Ich glaube, die dritte Gitarre hat er inzwischen gekriegt. Und Volleyball als 1,98 großer, jemand, der dafür natürlich ideal geeignet war. Mit diesen beiden Leidenschaften kam er zurück. Computerspielen, null Chance. Leidenschaften an den Nachmittagen in diese Kinder und Jugendlichen hineinbringen. Dass sie irgendwo sich festhaken, was ihnen richtig Spaß macht. Egal, ob das das Schlagzeug ist, das Theaterspielen. Aber Musik ist ein aktives Musizieren, ein aktiver Faktor bei der Bekämpfung dieser Probleme, die ich eingangs geschildert habe. Es wird Sie nicht wundern. Bei unserer letzten Befragung sind die Abstände bei Jungen und Mädchen noch mehr gewachsen, wer aktiv musiziert. Früher waren sie dicht beieinander und jetzt sind wir bei 26% der Jungen, der Mädchen in Niedersachsen und 13,4% der Jungen. Doppelt so viel sind aktiv in der Musik verankert, was sie schätzt, wenn sie es mit Leidenschaft und Engagement betreiben. Deswegen haben wir ein weiteres Projekt MUPA, Musikpatenschaften. Die einen bieten kostenlos Instrumente an, die bei ihnen auf dem Dachboden verrotten, weil die Kinder dann doch keine Geiger oder Flötisten oder sonst was geworden sind. Und die anderen bieten Zeit an, kostenlos Instrumentalunterricht zu bieten. Und manchmal muss man ein bisschen bezahlen. Aber inzwischen haben wir zwei kleine Kinderorchester von Armutskindern aus Hannover, die seit Jahren Instrumente spielen, mit Leidenschaft eingestiegen sind und dadurch in ihren Nachmittagen wissen, was sie tun möchten und an den Wochenenden und in den Ferien aktiv musizieren. Man braucht ein breites Spektrum von Angeboten, dann läuft's. Von daher ist die Schule die zentrale Rettung. Wenn ich sage, wie retten wir unsere Söhne über Ganztagsschulen, die dieses Programm Lust auf Leben wecken, umsetzen. Ein Faktor ist dabei von besonderer Bedeutung, das ist der Punkt Bewegung. Mich hat eine Region in den USA interessiert, von der ich gehört hatte, Jungen und Mädchen sind gleich gut. Außerdem hatten sie den damaligen PISA-Wettbewerb, der hieß damals noch TIMSS, gewonnen, weltweit. Sie waren besser als Singapur und besser als alle anderen ostasiatischen oder auch besser als Finnland, als alle anderen europäischen Staaten. Und wie das? Ich bin hingefahren, komme frühmorgens in die Schule mit dem Taxi aus meinem Hotel und werde magisch angezogen von Powermusik. Ich wusste ja vorher schon, weil ich das Buch gelesen hatte, John Ratey, Superfaktor Bewegung, heißt das Buch eines Harvard-Professors, der über die ersten drei Kapitel fast nur über diese Schulbezirk schreibt. Was wird dort mit den Kindern gemacht? Jeden Tag haben die intelligent angeboten 45 Minuten Fitnesstraining. Als ich kam, war Fitnesstraining für 150 Schüler in der ersten Schulstunde Rock'n'Roll tanzen. Bewusst in der ersten Stunde. Warum? Weil sie festgestellt haben, dass anschließend die Schulnoten besser werden im Vergleich zu denen, die Rock'n'Roll nachmittags um 4 haben. Weil der Kopf, erinnern Sie sich an unser Experiment, die Fußballer hatten am besten abgeschnitten bei diesem Mathe-Experiment. Na klar, der Kopf ist voll Sauerstoff. Die Konzentrationsfähigkeit ist viel höher, wenn man vom Sport kommt. Es wird Sie nicht wundern, dass die amerikanische Forschung auch zeigt, Kinder, die pro Tag 5 Meilen zur Schule radeln, sind besser in der Schule als Kinder, die mit dem Bus vor die Schultür gekarrt werden. Bewegung ist deswegen so bedeutsam, nicht nur wegen der Sauerstoffzufuhr, die bei Bewegung nun mal geschieht, vor allem deswegen, weil die Vernetzung der Synapsen im Kopf über diese Schiene läuft, über Bewegung. Nichts ist dümmer, als wenn die deutschen Schuldirektoren oder besser gesagt die deutschen Kultusminister nach dem PISA-Stock Musik
gekürzt haben und Sport gekürzt haben und vielleicht auch noch den Malunterricht ebenfalls. Alles, was Kreativität fördert, Lebensspaß bedeuten kann, das wurde runtergeschrieben und das Pauken wurde hochgeschrieben. Nein, man muss die Fähigkeit zum Lernen verstärken. Und das geht über eine Kultur der Bewegung und des aktiven Musizierens. Beides läuft an diesen Schulen. Die Motivation entsteht dadurch, dass man seine Sportnote zur Hälfte nicht dafür bekommt, wie weit man die Kugel geschmissen hat, wie schnell man rennt oder wie viele Körbe man beim Basketball wirft. Zur Hälfte kriegt man es dadurch, dass man sich am Anfang des Schuljahres auf so eine Trittmaschine setzt und messen lässt, wie fit man ist, und am Ende des Schuljahres nochmal. Der kleine, dicke Max kriegt in diesem Teilbereich plötzlich Note 1, weil er am meisten profitieren konnte von diesem wunderbar inszenierten Schulförderprogramm Bewegung. Tanzen ist eine Sache, ich habe eine andere Sache gesehen, da waren die wie im Hamsterrad, die rannten auf Laufbändern, und das soll spannende Fitnesstraining sein, sagte ich zu dem Sportlehrer, der mir das zeigte. Naja, guck doch mal genau hin, Christian. Und dann guckte ich hin, ja, die guckten alle einen spannenden Fernsehfilm. Aha. Und der Strom für den Film, sagte er mir, die kommt durchs Laufen. Und wenn sie zu langsam laufen, dann macht der Film, und dann laufen sie wieder richtig und der Film ist wieder stark da. Sie haben sich was einfallen lassen in diesen Schulen und der Ertrag ist gewaltig. Nur 7,8% gegenüber dem Durchschnittswert der Amerikaner, 28% der Kinder sind fettleibig. Stolz auf den Körper prägt ihre Alltagssituation. Sie sind schulisch besser geworden und die lästigen Unterschiede von Jungen und Mädchen sind nicht mehr festzustellen. Das Schulprogramm ist klar. Damit kommen wir zum letzten und wichtigsten Punkt in meinen Augen. Wir brauchen eine Riesenaufklärungskampagne, mehr Liebe für unsere Söhne. Das kann nicht so weitergehen, dass nur 33% der Väter wirklich liebevolle Väter sind. Wir müssen den Männern endlich dazu verhelfen, dass sie aus ihrer Panzerung aussteigen, dass sie aus diesen alten Männlichkeitsbildern aussteigen, dass sie begreifen, was für ein Glück es für sie selber bedeutet, wenn sie mehr Liebe entwickeln und sich ganz und gar vom Schlagen verabschieden. Ich weiß noch gut, ich war der Sachverständige im Deutschen Bundestag, der als letzter reden durfte, um diese zweifelnden Abgeordneten davon zu überzeugen, dass das Schlagen von Kindern verboten werden muss. Vor mir hatten alle schon gesagt, Schlagen erzeugt Schlagen. Das ist klar, dass Gewalt durch Gewalt entsteht. Das musste ich nicht wiederholen. Ich habe was anderes erzählt und abgesprochen mit einem Freund, der mir dann die entscheidende Frage stellte. Ich habe berichtet darüber, dass wir eine Forschung mit alten Menschen gemacht hatten, wie es in ihrem Leben so läuft. Über 60-Jährige, die bei ihren Kindern leben, 70-Jährige. Und die meisten ging es ganz gut. 15% berichteten wenig Erfreuliches. 5% hatten den Horror auf Erden. Die wurden geschlagen, die wurden angebrüllt. Die hörten auch mal, hoffentlich verreckste bald und ähnliche schlimmen Ansprachen. Die wurden nicht gepflegt, wenn sie krank waren. Die wurden sogar beklaut und erpresst. Und dann fragt der Abgeordnete, wie ich es mir gewünscht habe, aber Herr Pfeiffer, sagen Sie mal, warum ist denn das jetzt wichtig für unsere heutige Frage? Da geht es doch um was ganz anderes. Nein, er hat mich ja sogar geduzt. Nein, Sepp, habe ich gesagt, das ist doch eine Verbindung. Wir haben nämlich herausgefunden, jeder kriegt im Alter das, was er verdient. Wir hatten vorher gefragt, wie sie mit ihren Kindern umgegangen sind. Der prügelt, kriegt es zurück, wenn er alt und hilflos ist. Aber Liebe zahlt sich aus. Die liebevoll mit ihren Kindern umgegangen sind, haben eine faire Chance auf ein gutes Alter, weil sie es zurückkriegen. Der pure Egoismus sollte die Männer dazu bringen, dass sie endlich aus ihren Verkrampfungen aussteigen, dass sie liebevolle Väter werden und ihren Sohn nicht anblaffen, wenn er weint als Fünfjähriger. Hör doch auf mit dem Heulen, bist doch keine Memme oder Heulsuse. Ein Indianer kennt keinen Schmerz, und all diese Sprüche, die die Männer unter ihnen kennen oder mal vielleicht gehört haben. Nein, wenn wir das schaffen, wenn wir die Männer in Bewegung bringen, sich um ihre Söhne zu kümmern und zu entdecken, was das für eine Belohnung für sie wird, wie bereichernd das in ihrem Leben ist, dann haben wir gewonnen. Und das geht über die Medien. Das muss mit offenen Ansprachen geschehen von überzeugenden, na, nehmen wir mal an, unser Torschütze Götze würde plötzlich Vater werden und uns erzählen, wie großartig es ist, Vater zu sein. Oder Hans Beckenbauer würde das rückschauend sagen, wenn das denn war. Weiß man ja nicht. Also, wir brauchen ein Bekenntnis zur Vaterliebe von Opinion-Leadern. Wenn das alles läuft, könnte Bewegung reinkommen. Und wenn die Medien mitspielen, wenn es Spielfilme gibt, die die Botschaft transportieren. Ich ende einfach damit, dass ich Ihnen ein Lied nicht vorsinge, sondern vorlese.
das diese Botschaft enthält. Reinhard May. Du bist ein Riese, Max. Kinder werden als Riesen geboren, doch mit jedem Tag, der dann erwacht, geht ein Stück von ihrer Kraft verloren. Tun wir etwas, was die kleiner macht? Kinder versetzen so lange Berge, bis der Teufelskreis beginnt, bis sie wie wir, erwachsene Zwerge, endlich so klein wie wir Großen sind. Doch du bist ein Riese, Max. Sollst immer einer sein, großes Herz und großer Mut und nur zur Tarnung nach außen klein. Freiheit ist für dich durch nichts ersetzbar. Widerspruch ist dein kostbarstes Gut. Liebe macht dich unverletzbar, wie ein Bad in Drachenblut. Vielen Dank.